Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue bewahrt auf ewig und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Im Namen Gottes, der uns von Herzen liebt, im Namen des Sohnes, der die Liebe Gottes in unsere Welt trägt, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns fasziniert und inspiriert. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich mit euch zusammen und mit der Margret Gutknecht an der Orgel und der Sängerin Christine Germann den Gottesdienst zu feiern. Seid herzlich willkommen geheissen. Ich werde die Bibeltexte in hochdeutscher Sprache auf jeden Fall lesen. Alle sind ganz herzlich willkommen in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche, Zadelboden, wo ich habe es ausgerechnet, vor 21.750 Tagen getauft wurde. Vom Pfarrer Schaub, am Martinstag 1962. Ist doch ein Schutzli her. Also ich wurde vor 21.750 Tagen in dieser Kirche getauft. Aber das spricht ein bisschen gegen meine Jugendlichkeit. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Matthias Sinniger, der fast 10 Jahre Regionalpfarrer war im Berner Oberland und vor allem in den Amtsbezirken Thun und Emmental. Und ab Pfingsten bin ich Pfarrer zu Rinkenberg am türkisblauen Brienzer See. Mein Heimatort ist Adelboden. Unsere Eltern haben vor etwa 70 Jahren im Holzach-Säcken Schulhaus Schul gegeben, Hans und Vreni Inniger-Bützberger und die Familie Gottfried und Ida Inniger-Bircher und Helene Inniger vom Wunderle sind meine lieben Verwandten. Und ich habe als Kind viel bei ihnen und bei meiner Grossmutter, der Elisabeth Inniger-Josi, dürfen in den Ferien sein und haben mich jetzt gefreut, dürfen an der Auffahrt und heute zum Abschluss von fast meiner 10-jährigen Tätigkeit als Regionalpfarrer hier die Gottesdienste dürfen mitzufeiern, mit euch zusammen. Jetzt wollen wir aber einstimmen ins Lied, das Lied 159. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. Wir singen alle drei Strophen aus dem Lied 159 und wir bleiben sitzen dazu. Thank you.
Wir bleiben sitzen zum Beten. Großer Gott, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für diese ruhige Morgenstunde in dieser schönen Kirche. Danke für den Frieden. Danke für die Ruhe und die Stille und die Andacht. Wir kehren bei dir ein, segne uns, berühre uns. Sei mit deinem Segen und deinem Frieden bei uns, in uns und um uns herum. Wir danken dir dafür. Amen. Es hat so schön getönt, das Lied vorhin, begleitet von unserer Organistin, gesungen von euch, dass wir gleich weiter einstimmen ins Lied 247, Großer Gott, wir loben dich, 247 Strophen 1 bis 3. Wir bleiben auch sitzen dazu. Psalm 139, ein Psalm Davids vorzusingen. Gott, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Gott, nicht wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle,
siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so groß, eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn des Sandes, wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Wir stimmen noch einmal in ein Loblied ein, zum Lobe Gottes. Das ist Lied Nummer 8. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich will erzählen von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Wir singen es einfach zweimal und ihr könnt die Sprache auslesen. Das sind die 4 Nationalsprachen unseres Landes, auch noch mit Italienisch und Rätoromanisch. Sie können also auslesen. Wir singen es wiederholt. Wem es möglich ist, aufzustehen, bitte ich aufzustehen. Lied Nummer 8. Das war eine große Freude zu singen, zu spielen und zu hören. Psalm 8, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel.
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Liebe Gemeinde, ich habe zwei Psalmen vorgelesen heute Morgen aus der Bibel. In unserer christlichen Tradition sagen wir der Bibel Wort Gottes. Für mich ist sie das auch. Die Bibel ist ein Buch, das während Jahrhunderten von mehreren Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist geschrieben wurde. Genau gesehen sind es ganz viele Bücher zusammen, die die Bibel ausmachen. Die Bibel ist also eine Sammlung von Büchern. Die Bücher erzählen uns von verschiedenen Leuten, die aus ihrem Leben, von ihren Erfahrungen mit sich selber, von ihren Erfahrungen mit Mitmenschen und von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen. Für mich ist die Bibel ein Buch, das uns in vielen Bildern, Geschichten, Gebet und mit Liedern die Vielfalt vom Leben in Freude und Leid, die Vielfalt vom Menschsein, aber auch die Vielfalt von inspirierenden Gotteserfahrungen widerspiegelt. Die Bibel erzählt uns neben den vielen Texten, Schöpfungsberichten, Lob, Preis und Klagenpsalmen und natürlich neben den vielen Jesus-Geschichten von Menschen aus Fleisch und Blut. Von Menschen wie dir und mir. Vom Jakob und Esau. Von Sarah, von Hagar, vom Abraham, vom Ismael, vom Isaac, von der Naomi, vom Petrus, von der Lydia, vom Josef und der Maria. Heute aber erzähle ich euch von einer namenlosen biblischen Person. Eine Person und eine Begebung, die mich ganz speziell berührt. Je länger, je mehr. Bevor ich euch aber von dieser namenlosen Person erzähle, dürfen wir nochmal ein schönes Orgelspiel hören. Liebe Gemeinde, wie angekündigt, erzähle ich euch heute von dieser namenlosen
Person in der Bibel. Natürlich hat sie einen Namen gehabt, die Person, aber wir wissen es nicht. Einmal aus dieser Überlieferung hier nicht. Oder mit erzähle ich euch gleichzeitig von einer sehr inspirierenden Begebenheit. Die Person und die Begebenheit sind in der Passionsgeschichte vom Matthäus-Evangelium im 27. Kapitel beheimatet. Und darum lese ich euch, liebe Gemeinde, jetzt ein paar wenige Ausschnitte aus dieser bekannten Passionsgeschichte vor, im Matthäus 27. Auf dem Weg nach Golgatha zwangen die Kriegsknechte einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, dass er Jesus das Kreuz trage. Also von Simon von Kyrene erzähle ich euch heute nicht, der hat ja hier einen Namen. Und sie kreuzigten mit Jesus zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Während ich das lese, kommt mir in den Sinn, dass ich ja einmal über diese Räuber predigen könnte. Die sind auch namenlos. Da käme einem schon etwas in den Sinn zum Predigen. Aber sie sind heute nicht im Fokus meiner Predigt. Und die vorübergingen, lästerten und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Da kam eine Finsternis über das Land bis zur 9. Stunde. Da rief Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schrie Jesus laut und verschied. Der römische Hauptmann aber, der dabei stand, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Liebe Gemeinde, Passionsgeschichte ist und bleibt eine schmerzvolle Geschichte. Familienangehörige von Jesus, Verwandte, Jünger, Freunde und Gegner sind Zeugen vom Leiden und Sterben von Jesus. Und sicher viele Leute von Jerusalem und Umgebung und ganz sicher auch Leute von der römischen Besatzungsmacht. Und unter diesen Soldaten war auch ein römischer Hauptmann. Er wird nicht mit Namen genannt. Man weiss nichts über den römischen Hauptmann. Man weiss nicht, woher er kommt und woher er geht. Über diesen namenlosen römischen Offizier, den Hauptmann, Centurio. Centurio, einer, der über Zentkentum über 100 Leute befiehlt, den Hauptmann möchte ich heute predigen. Der Evangelist Matthäus haltet nämlich fest, wie dieser namenlos römisch Hauptmann, tief beeindruckt vom Sterben von Jesus, sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Also nicht jemand, der das Leben lang oder jahrelang oder monatelang mit Jesus unterwegs war, sagt das, sondern der römische Hauptmann, der einfach dabei war, sagt das, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Gemeinde, der römische Offizier, der hat mich schon manchmal beschäftigt, aber auch manchmal fasziniert. Gern denke ich ihm nachher. Vielleicht ist er ja von Rom gekommen. Vielleicht aus Sizilien, vielleicht von
Nordafrika, vielleicht aus dem heutigen Griechenland. Vielleicht haben seine Eltern noch gelebt, vielleicht hat er selber eine Familie gehabt, vielleicht war er gern Offizier gewesen, vielleicht hat er Widerwillen, vielleicht war er fit und fröhlich in seinem Amt gewesen, und vielleicht hat er an einem Burnout rumgemacht. Wir wissen nichts genau über den Hauptmann. Aber umso spannender ist an Matthäus seine Notiz, wo die Reaktion vom römischen Hauptmann auf das Sterben von Jesus festhaltet und schildert. Halt, es ist keine Notiz. Es ist ein eindrücklicher Schlusspunkt. Ein gewaltiges Finale von der Kreuzigungsgeschichte. Die Worte, das Bekenntnis vom Hauptmann, römischen Hauptmann, dass der Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist. Liebe Gemeinde, der Matthäus zeigt mit dieser Kreuzigungsgeschichte und diesem Wort vom Hauptmann, römischen Hauptmann, ganz deutlich, dass der Tod von Jesus eben gerade in dem Mitglied der römischen Besatzungsmacht, dem Hauptmann, ganz viel bewegt hat. Der Hauptmann ist nicht einfach unbeteiligt angestanden und hat zuletzt gesagt, ja, das war halt einfach Gottes Sohn gewesen. So ist das nicht gegangen. Er war dabei gewesen in diesem tragischen Moment, beobachtend, denkend, bewegt, berührt. Und sagt am Schluss, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der römische Centurio hat ja die letzten Worte von dem Jesus gehört. Er war Zeuge dabei. Und er war beeindruckt, wie der Jesus noch am Kreuz anderen Vergebung und neues Leben zugesprochen hat. Er war beeindruckt, wie seine Anhänger von dem Jesus geredet und was sie über ihn alles erzählt haben. Und er die Worte, wo der Jesus gestorben ist, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann ist ja einfach ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch mit all seinen Sonn- und Schattenseiten, mit Empfindungen, mit Gefühlen, mit Erfahrungen, mit Freude, mit Sorgen, mit Angst, mit Verletzungen, mit Hoffnungen. Einfach ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut. Und so begegnet er dem sterbenden Jesus am Kreuz. Und nach dieser beeindruckenden Begegnung ist der römische Hauptmann nicht einfach zurück in sein Haus oder in seine Kaserne gegangen oder zurück zur Familie oder zu wem auch immer. Und alles wäre beim Alten geblieben. Nach dieser Begegnung mit Jesus war bei diesem Offizier nichts mehr gewesen, wie es vorher war. Alles war anders gewesen. Der Hauptmann hat Gottes Sohn erlebt. Ist berührt, ja inspiriert gewesen von dem Jesus. Und er ist eben sicher gewesen, dass er Gottes Sohn oder mit Gott selber begegnet ist. Vielleicht, so habe ich mir es schon vorgestellt und ausgemalt, hat der Hauptmann das gemacht, was ganz viele Leute in Jerusalem und damaligen Israel-Palästina gemacht haben, nachdem sie Jesus begegnet sind.
Vielleicht ist auch er beeindruckt zu diesen zahlreichen Jesus-Anhängerinnen und Jesus-Anhängern gegangen, für mich über den Jesus zu hören. Erzählt mir von dem. Ich will mehr wissen. Vielleicht hat er auch genaueres wollen wissen, was der Jesus alles gesagt und gemacht hat. Und wie das genau ist gegangen mit seinem Leben, mit Nazareth, mit seinem Wirken, mit dem Wunder, das er vollbracht hat. Immerhin hat ja der römische Centurio mitbekommen, dass die Jesus-Anhänger in dem Jesus der Messias, der langersehnte Gesandte Gottes, haben gesehen. Durch seine Begegnung mit dem sterbenden Jesus am Kreuz ist der römische Centurio Jesus glaubend geworden. Die Herzensaugen sind ihm aufgegangen. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Aus seinem monotonen Kasernenalltag ist ein neues Leben geworden. Ein Leben, das durch die Gottesbegegnung, durch die Jesusbegegnung bereichert ist worden. Der römische Hauptmann war sicher, liebe Gemeinde, dass er hier nicht nur etwas Spezielles erlebt hat, sondern Gott, Gottes Sohn, begegnet ist. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der römische Centurio hatte Jesus und Gottes Begegnung gehabt. Wir alle, liebe Gemeinde, wo uns heute Morgen in dieser schönen Kirche Zadelboden versammelt haben, sind zwar nicht persönliche Augen Zeugen von dieser Passionsgeschichte gsi und niemand hat den historischen Jesus erlebt. Und doch sind wir alle, jedes auf seine Gattung, auch Zeuginnen und Zeugen von unseren Gottes- und Jesus-Erfahrungen. Sicher können das eine oder das andere von uns auch von seinen Jesus- und Gottes-Erfahrungen erzählen. Und erzählen, wie ihm in seinem Leben durch dieses oder ein Erlebnis der Glaube ganz wichtig ist worden. Vielleicht ist es das Dabeisein bei einer Taufe oder Einsegnung von einer Konfirmation. Vielleicht ist es auch unser historisches Interesse an der Bibel. Vielleicht ist es unser Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Singen. Vielleicht ist es unser Bedürfnis nach einem gemeinsamen Mittag oder Seniorenferien. Vielleicht ist es unsere Liebe zur Kirchenmusik. Vielleicht ist es das feine Kirchenkaffee. Vielleicht ist es die solidarische Haltung von der Kirche, wo uns, wo wir da versammelt sind, dazu ermuntert und bewegt, uns bewusst zu dieser Glaubensgemeinschaft zu zählen, die sich christliche Kirche nennt. Die Glaubensgemeinschaft, wo Jesus in seiner Mitte weiss. Und vielleicht ist es auch einfach der Wunsch, dass unser Leben und auch das Leben von unseren Angehörigen in etwas Größerem und Ganzem eingebettet, aufgehoben, gut aufgehoben ist. Und auch der Wunsch, dass die Schattenseite von unserem Leben oder auch das Sterben von uns oder von unseren Mitmenschen in Gottes liebenden Händen aufgehoben ist. Der Wunsch, dass unser Leben
und das Leben von unseren Mitmenschen vom hellen Licht von Gott beschienen wird. Von Gott, wo auch Finsternis nicht Finsternis ist, sondern Licht, Licht und nochmal Licht. Trotz allem Schwierigen und Schweren in unserem Alltag und auf unserer Welt. Wir haben verschiedene Beweggründe, warum wir uns zu dieser christlichen Kirche zählen. Wir haben verschiedene Jesus- und Gottesbegegnungen. So verschieden, wie wir Menschen sind, so verschieden sind die Erfahrungen und Erlebnisse. Aber es ist der Wunsch dahinter, dass wir irgendwie dürfen dazu gehören, zu einer Gemeinschaft, wo der Jesus im Zentrum hat, von dem Jesus von Nazareth, wo der römische Centurio sagt, wahrlich, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Die Jesus- und Gotteserfahrungen in der Bibel und die Jesus- und Gotteserfahrungen in unserem Leben sind sehr vielfarbig, vielgestaltig, offen. Aber ich merke heute beim Predigen über den Text ganz neu, wie ich selber die Jesus-Erfahrung von dem römischen Centurio, seine Gotteserfahrung, die eine Offenbarung ist, wo seine Herzensaugen aufgehen, wie das mich fasziniert. Ich bin berührt davon. Besonderbar, weil er zum römischen Besatzungsmacht hat gehört und als Armeeangehörige sowieso ein bisschen mit einem schiefen Licht ist gestanden. Einer von aussen für und nicht gerade einer, wo man das Gefühl hat, dass ich jetzt sehr offen für religiöse Erfahrungen. Er sieht den Jesus und sagt, das war Gottes Sohn. Das berührt mich sehr. Der Jesus und seine Worte und seine Taten, das solidarische Handeln von Jesus mit allen Menschen, ja, sein ganzes Leben und Sterben, auch sein Auferstehen und seine Himmelfahrt, faszinieren mich immer wieder neu. Ich zähle mich wirklich, ich merke das anhand von dieser Geschichte vom römischen Hauptmann, ich zähle mich auch gern zu unserer weltweiten christlichen Kirche, die im Namen von Jesus eine offene und tolerante Such- und Weggemeinschaft ist, die unterwegs ist mit Gott, zu Gott, dreht von Gott, unterwegs zu Gerechtigkeit, zu Frieden und darauf aus, die Schöpfung von Gott zu erhalten. Auch ich möchte auf die Begegnung mit dem Jesus von Nazareth, mit dem sterbenden und auferstandenen Jesus als Christus und als Gottes Sohn nicht mehr verzichten. Ich möchte nicht mehr auf den Jesus-Glauben verzichten, weil er mir in meinem Leben Hoffnung, Licht und Zuversicht gibt. Der Jesus fasziniert auch mich. Liebe Gemeinde, der Jesus fasziniert also nicht nur den römischen Hauptmann. Der Jesus und sein Leben kann auch uns alle immer wieder neu faszinieren, berühren. Und sicher hat ja der römische Centurio gehört, dass der Jesus für alle Leute ist offen war. Vielleicht hat auch er vernommen, dass der Jesus, wenn er ist gefragt worden, wie man Gott gefällig lebt, dass er eben nicht die braven Leviten und nicht die schuldlos scheinenden Priester als Glaubens- und Lebensvorbilder genannt hat, sondern die gesellschaftlich schräg positionierten Samariter wegen ihrem weiten und weichen Herz. Oder Zöllner, die sich von dem Jesus heilen, inspirieren, ihrem Leben neue Wege zu beschreiten und nicht im Alten zu verharren.
Der Jesus, der bewegt. Der bewegt uns zu neuem Leben. Der ermutigt auch etwas zu ändern in unserem Leben. Seine Worte fordern uns raus in unserem Leben. Der Jesus fasziniert. Liebe Gemeinde, ich selber stelle mich immer wieder gerne neben den römischen Hauptmann aus dem Matthäus 27. Und ich lasse mich immer wieder gerne von diesem Jesus faszinieren. Bei diesem Jesus erlebe ich immer wieder so viel Motivation, Offenheit, Herzensweite, Liebe und Inspiration. Der Jesus ist für uns als weltweite Christenheit, als Christengemeinde und als Kirchgemeinde und als Einzelperson eine Quelle vom Leben, eine Quelle von Inspiration, die nie versiegt. Eine Quelle von Motivation zum Leben, die nie aufhört, uns zu bewegen. Eine Quelle, die auch mit dem Tod nicht austrocknet, sondern dort erst recht zu neuem Leben sprießt. Ich lade uns, liebe Gemeinde, alle dazu ein, uns heute ganz neu von diesem Jesus, von seinem Leben und seiner Liebe zu faszinieren und zu bewegen. Dass wir fasziniert aus diesem Gotteshaus rausgehen und dass wir gemeinsam mit dem Hauptmann aus der römischen Armee können sagen, wahrlich, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Gott segne uns. Amen. Wir bleiben sitzen zum Beten. Treuer Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass du uns in Jesus Christus nahe kommst, uns berührst, uns segnest, uns ein neues Leben schenkst. Danke, dass wir uns in unserem Leben immer wieder neu inspirieren lassen dürfen von diesem Jesus, seinen Worten, seiner Liebe. Danke, dass du uns in unserem Alltag ermutigst, heute, morgen und in alle Zukunft.
Wir denken an alle unsere Mitmenschen, die diese Ermutigung ganz besonders nötig haben. Menschen, die krank sind an Leib oder Seele. Menschen, die Mut und Hoffnung verloren haben. Menschen, die ihr Hab und Gut und ihr Zuhause verloren haben. Menschen, die die Gesundheit oder die Freiheit verloren haben. Menschen, denen Ungerechtigkeit widerfährt. Gott, erbarme du dich unserer Welt. Danke für das Licht von Jesus Christus, das über uns und unserer Welt leuchtet. Segne uns alle heute und in der kommenden Woche. Wir danken dir dafür. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt so Lieder, auch gerade nach einem Gebet oder nach einer Predigt, die uns einfach gut tun. Das nächste Lied ist das Lied 700 in unserem Gesangbuch. Dieses Lied 700, weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen ewiges daheim. In diesem Lied können wir uns aufgehoben fühlen, auch alles, was uns bewegt, hineinbringen, hineinsingen, hineindenken. Wir singen sitzend alle vier Strophen dieses wunderbaren Liedes 700. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe.
Wir beten gemeinsam das Unser Vatergebet. Wem es möglich ist, aufzustehen zum Unser Vatergebet, bitte aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am nächsten Mittwoch, 1. Juni, ist vom 2 bis am 4. Lismertreff im Kirchgemeindehaus. Am Freitag, 3. Juni, Bergrechnung mit einer Kaffeestube im Kirchgemeindehaus. Die Kirchgemeinde nimmt gerne wieder Kuchen und Torte für die Kaffeestube im Kirchgemeindehaus entgegen und bitte bringt doch das Gebäck ins Kirchgemeindehaus. Vorher danke vielmals auch im Namen von allen Mitwirkenden und am Kirchgemeinderat. Vom Samstag bis Montag, 4. bis 6. Juni, ist das Pfingstlager vor Jungschar Adelboden. Und nächsten Sonntag um 10 Uhr ist der Konfirmationsgottesdienst mit Pfarrer Roland Draxel und Susanna Germann, der Katechetin, auch mit Livestream. Für den Taxidienst melden Sie sich bitte bis am Samstagmittag, 12 Uhr, bei Werner Schranz. Es wird auch Sonntagsschule sein. Heute legen wir die Pfingstkollekte zusammen, die der Synodalrat für Freizeit- und Entlastungsangebote für demenzbetroffene Menschen und deren Angehörige bestimmt hat. Also ich weiß, dass heute nicht Pfingsten ist, aber das ist üblich, dass man diese Kollekte ein bisschen vorher oder nachher ansetzen kann. Ich danke euch ganz herzlich für diese Kollektengaben und die Unterstützung, die zu 5/6 im Kanton Bern bleibt und 1/6 im Kanton Solothurn für demenzbetroffene Menschen und Angehörige eingesetzt wird. Danke vielmals. Ich weiß, im Kanton Bern sind etwa 20.000 Menschen mit Menschen von Demenz betroffen. Jetzt möchte ich zuerst das Wort Christine Germann übergeben und nachher, es ist ein bisschen eine Schande, Frau Kündig, ich habe den Namen vergessen, Frau Kündig. Zuerst Christine, bitte. Also das ist im Auftrag von Madeleine Koch. Sie hat mir geschrieben und hat gefragt, ob es mir gleich wäre, dem Matthias ganz herzlich zu danken für seine Dienste. Er war am Donnerstag da, an der Auffahrt und jetzt heute. Und ich möchte dir ganz herzlich danken für deinen Dienst. Und es war noch speziell. Ich hatte nämlich gar nicht das Gefühl, wir hätten jemanden Auswertungstag gehabt. Der Matthias ist gekommen und er gehört einfach dazu. Das ist so etwas Schönes. Ja, das wirklich richtig genossen. Es war schön. Danke dir vielmals. Und du hast es erwähnt, du hast heute die letzte Predigt als Regionalpfarrer. Und das hier im Adelboden. Schön. Und wir wünschen dir alles Gute an Gottes Segen für deine neue Aufgabe und dass du anderen das Segen sein. Und dass du das Adelboden nicht sofort vergissest, hat Madeleine noch etwas organisiert. Ich muss gerade im Sack lassen, zur Kiez fast. Es sind Adelbadner Produkte, die du noch so ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen dran kannst zehren. Ja.
Und wir wünschen einen guten dazu. Danke dir. Ja. Besten Dank, das ist sehr lieb. Und so bleibt mir die schöne Aufgabe, einfach zu danken und behüte Gott. Und gerne ein anderes Mal um. Danke. Ja, auch ich möchte am Herr inniger Merci sagen. Wir haben es gerade gesehen, wie es ihm Freude gemacht hat, wie er gestrahlt hat, dass er heute mit uns hier gesungen hat. Wer singt, betet doppelt. Wenn wir singen, sind wir ganz dabei, können wir ganz bei Gott sein. Das steht im Mittelpunkt unserer Idee. Wir wollten gerne ein offenes Singen anbieten. Für alle, die gerne singen, die gerne Lobpreislieder haben, die Singen vermissen. Wir treffen uns diesen Mittwoch am 1. Juni am Abend um 8 Uhr im Kirchgemeindehaus. Wir haben Regula Wäfler, die uns am Klavier begleitet. Wenn ihr könnt Gitarre spielen und das euch Freude macht, kommt auch und bringt die Gitarre mit. Wir hoffen, dass ein paar kommen, dass wir laut und von Herzen Gott können preisen können. Danke ganz herzlich. Ein besonderer Dank gilt dir, Christine Germann, für deine guten Dienste. Und dir, Margret Gutknecht, ebenso für die guten Dienste. Es ist wunderbar, so in eine Kirche zu kommen und dann ist einfach die Organistin und die Segristin da und sie schauen für alles. Ich darf nur noch predigen und singen. Ihnen danke ich allen für den Besuch des Gottesdienstes. Es hat mich gefreut und ich sage von Herzen, pürt euch Gott und auf Wiedergucken. Und ich wünsche euch natürlich einen schönen und gesegneten Sonntag und alles Gute für die kommende Woche. Wir singen sitzend das Lied, Schlusslied 346, bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Alle vier Strophen und dann stehen wir auf, wenn es möglich ist, für die abschließenden Segensworte. Thank you.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.